Hallo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 3. Irgendwie fehlt uns doch hier was, ne? So ein bisschen. Bisschen leise. Tja, dann. Oh, Minimusik ist ein bisschen leiser, ja. Na gut, wie auch immer, dann wollen wir noch mal schauen, wie es weitergeht. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Jawohl. Hören Sie. Oh, ja, wir können jetzt nicht mehr hier klicken, sondern wir müssen mit ihr sprechen. Aber warum? Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Oh yeah. Excalibur. Jetzt geht hier richtig der Punk ab. Das bleibt dasselbe wie immer. Sie können jetzt starten, Colonel. Schon gar nicht mehr bedacht. Was haben wir denn so auf der Pfanne hier? Hohohoho. Einziges Schiff gerichtet, Colonel. Ah, ist ja kein Ding, ne? Lösen und angreifen! Flint ist frech, die greift einfach an. Mit Leichtigkeit hier. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Schande über mein Volk gebracht. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Sag den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Thank you.
Voll, ja. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Ach ja, ach komm. Rückkehr zur Basis. Ich ziehe mich zurück. Rückkehr zur Basis. Ich ziehe mich zurück, Colonel. Hauen wir einfach mal alles raus, was wir haben. So. Ja, komm, gehen wir schön in die Luft. Rums. Den Rest kriegen wir so weg, ja. Von wegen, da ist auch noch einer. Bums. Jetzt haben wir die Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu, jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Machen wir doch glatt. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir uns um 9 am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist es nicht wert. Wird Zeit, dem Schwein eine Lektion zu erteilen. Das kriegt er. Aber wenn Sie verlieren, reichen Sie einen Antrag ein, dass Sie als Kampfpilot eingesetzt werden wollen. Auf der Victor. Gut, wenn Ihnen dann etwas wohler ist. Ich würde gern haben, dass Sie meine Schuhe putzen, wenn ich siege, aber mir sind die Schuhe zu schade. Dazu wird es nicht kommen, Kumpel. Das kannst du schön vergessen. Ja, speichern das mal eben. Dann machen wir dich gleich mal eine Runde fertig.